Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. 72.000 gegen Mainz, du kannst mit einem Sieg alles klar machen und Mainz spielt höchstens um die goldene Ananas und dann spielen die so einen Angsthasenball. Bin extrem enttäuscht von euch und mit diesem Zitat von Hertha-Fan Olli herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Hertha BSC hat den Klassenerhalt noch nicht klar gemacht, wer allerdings den Klassenerhalt für die kommende Saison zumindest mal sehr in greifbare Nähe gerückt hat, ist der SV Werder Bremen mit Kultfan Jasper. Herzlich willkommen. Ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten. Das kann ich jetzt hier publizieren. Du bist überzeugt, dass ihr die Klasse haltet? Ja, dieses Jahr. Hier. Dieses Jahr, ja. Ja, das heißt, ihr bleibt in der zweiten Liga, oder was? Nee, wir haben die Klasse jetzt in der zweiten Liga gehalten. Ach so, nee, eben nicht. Ihr steigt ja auf. Das ist ja dann auch nicht Klasse halten eigentlich. Wusste ich noch nicht. Okay. Wie geht's dir? Nach dem heutigen 3:0 Auswärtserfolg, völlig souverän und berauschendes Ergebnis gegen Erzgebirge Aue, die bereits abgestiegen sind. Also das 3:0 liest sich gut. Wer das Spiel gesehen hat, war wahrscheinlich jetzt nicht so begeistert, wenn er entweder ein attraktives Spiel sehen wollte oder Bremen-Fan ist. Ja, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, der hätte es im Nachhinein zumindest als neutraler Fan zumindest gerne rückgängig gemacht. Das war jetzt, also ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt und habe danach ausgemacht, weil ich mir dachte, das kann ich mir nicht weiter angucken. Mhm. Hat Erfolg gebracht, danach kam ein bisschen Friedel, ein bisschen Freude. Ein bisschen Friedel, ein bisschen Freude, bezeichnet, dass der Verteidiger das Tor machen muss, weil die beiden Vögel heute ziemlich abgemeldet waren da vorne. Also, überragendes Spiel von Marvin Ducksch, der direkt nach seiner Auswechslung, Ehren Dingchi das 3:0 einleiten lässt. Also dadurch, dass er ausgewechselt wurde. Nee, war wieder ein Top-Auftritt heute und unterstreicht mal wieder genau das, was ich sage. Körpersprache, habe ich heute viel auch auf Twitter gelesen, wieder absolut überragend, so wie immer. Der Typ ist nix für die Bundesliga. Stell dir mal vor, nächste Saison bist du in fast jedem Spiel, genau so wie heute, so richtig unzufrieden, weil es wird nicht alles so laufen wie diese Saison. Du wirst ja nicht Favorit sein irgendwie auf Europa oder sonst was. Das heißt, du hast jedes Spiel mit einem unzufriedenen Marvin Ducksch zu kämpfen, weil es nicht läuft. Also das ist ja... Möchte ich mir noch nicht vorstellen, aber... wird ja vielleicht auch nicht passieren. Ja, er wird ja wahrscheinlich auch wechseln, wenn ihr denn aufsteigen solltet. Atalanta hat ja Interesse, weil sie blöd sind. Aber andererseits auch, weil er ein ziemlich ähnlicher Spielertyp zu Josip Iličić ist. Ich glaube nur leider Gottes haben die sich nicht so richtig darüber informiert, wer er ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dir geht es dementsprechend aber gut, ja? Ich bin auf jeden Fall happy, dass sie die 3 Punkte mitgenommen haben aus dem Erzgebirge. Aber spielerisch kann das jetzt nicht zufriedenstellend sein. Aber das ist jetzt heute zweitrangig. Ja, ich meinte auch ehrlich gesagt weiterhin so generell, aber ist in Ordnung. Du hast mir bereits jetzt zum zweiten Mal gesagt, wie du es auf Bremen bezogen dir geht. Aber mir geht's gut. Mir geht's auch unabhängig von 96 gut, die gegen den HSV verloren haben, was aber erwartbar war. War eine vernünftige Leistung. Heute wurde Stefan Leitl als neuer Trainer begrüßt bzw. announced. Dazu gibt es jetzt laut NP auch die Transfers, die zumindest mal auch mehr oder weniger spruchreif waren. Das ist heute auch schon wieder ein Thema gewesen auf Twitter, wo es halt darum geht, ja, es passiert nichts. Ey Leute, wir haben den 8.5. Beruhigt euch mal bitte, wir haben jetzt einen Trainer seit einer Stunde, also jetzt mittlerweile sind 6 Stunden oder sowas. Ja, seit 6 Stunden, ja, zu dem Zeitpunkt seit einer Stunde. So, und dann hieß es, ja, was ist denn jetzt mit den Transfers eigentlich mal von den und den und den und den? Und ich dachte mir so, Alter, ey, vier Namen, okay, die wurden auch genannt. Und die anderen waren einfach Twitter-Gerüchte, weißt du? Was ist denn jetzt mit den Transfers? Ey, wir haben den 8.5., die Saison ist noch nicht mal vorbei. Beruhigt euch mal alle wieder, locker durch die Hose atmen. Wir haben die Liga-Zugehörigkeit geklärt, andere Vereine noch nicht, andere Spieler wissen auch noch nicht, wie es genau weitergeht, etc., etc., etc. Das Transferfenster ist noch nicht mal offen. Man kann sich auch durchaus schon mal beruhigen, meiner Meinung nach. Zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mal ähnlich. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt. Ja. Die Transfers, die quasi schon klar sind, sind Phil Neumann. Der hat ja auch Bremen irgendwie im Visier oder Bremen hat ihn im Visier. Max Besuschkow, der auch umworben war von mehreren. Dann Leonardo heißt er. Nee, warte mal, der heißt Leupold. Nee, warte mal, wie heißt der Mann? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall von Freiburg 2, talentiertes offensives Mittelfeldtalent, sagen wir es einfach mal so. Und noch irgendjemand, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich gucke gleich mal kurz rein, beziehungsweise liefere das gleich nochmal nach. Bei den anderen gibt es keine Neuigkeiten. Das ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil ja, war jetzt nicht irgendwie großartig erwartbar, dass ein Harvard Nielsen wirklich direkt kommt. Und wenn er überhaupt kommt, wenn er überhaupt jemals im Gespräch war außerhalb von Twitter. Kunze gab es noch. Und Leopold heißt der Zehner aus Freiburg. Kunze, Leopold, Neumann und Besuschkow. Soll nächste Woche bekannt gegeben werden. Und ich persönlich finde, dass das
wenn man bedenkt, dass wir, wie gesagt, die zweite Maiwoche gerade haben, schon relativ gut ist. Und man sich da nicht großartig beschweren muss. Bei Schalke und bei Werder wird es sehr interessant. Die beiden steigen für mich safe auf. Alles andere würde mich sehr überraschen. Wie sie den Kader verbessern. Schalke ist jetzt gerade, oh, ich sehe gerade übrigens, Mike Franz und Dominik Kaiser werden den Verein verlassen. Gerade bei Dominik Kaiser ein bisschen schade, bei Mike Franz war es erwartbar. Schalke gestern fulminant, ich glaube, so kann man es beschreiben, aufgestiegen gegen den FC St. Pauli in einem unglaublichen Spiel mit einer unglaublichen Atmosphäre in der Felddienstarena. Ich habe mich heute das schon mehrfach gefragt und ich möchte es gerne mal an dich weitergeben. Sowohl bei Schalke als natürlich vor allem auch bei Werder, angenommen, sie steigen auf. Glaubst du vom Bauchgefühl her, dass Schröder, beziehungsweise in eurem Fall Baumann, einen schlagfertigen Kader für die erste Liga zusammenstellen können, der auch wirklich ernsthaftes Potenzial bietet, die Klasse zu halten? Weil man muss bedenken, Bielefeld und Fürth, also die wirklich schwächsten Teams der Liga, sind raus. Ja, das ist jetzt keine leichte Frage. Also so wie die Kader jetzt mal ein bisschen sind, so wie die Kader jetzt stehen würden, ja, das ist ja aber egal. Mir geht es ja darum, um das Potenzial, was da entfaltet werden kann. Ich kenne Bremens Finanzstärke nicht, die kennst du besser. Ich weiß nicht generell, wie das bisher kommuniziert wurde, ob generell schon irgendwelche Gerüchte umgehen, was bestimmte Positionen angeht. Wir hatten das Thema Sechser zum Beispiel schon mal, wo die Bremen-Bubble zumindest auf Twitter relativ sicher sich ist, dass man dann nichts machen muss, weil man hat ja schließlich Gruev, Groß, Rapp und irgendeinen 18-Jährigen aus Augsburg. Das muss ja mehr als reichen für die Bundesliga. Ne, deswegen, mich interessiert einfach, glaubst du vom Bauchgefühl? Ich will jetzt keine fundierte Analyse haben, das geht auch gar nicht, dafür sind wir viel zu früh im Mai, aber einfach vom Bauchgefühl, glaubst du, Baumi macht das und glaubst du auf der anderen Seite hier, der Schröder macht das? Ich glaube immer an das Gute im Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen... Seit wann das denn? Das lasse ich jetzt unkommentiert. Ich sag mal so, ich habe Vertrauen in Frank Baumann. Deswegen. Oh Gott, das ist, glaube ich, der traurigste Satz, den ich je gehört habe. Also der einzige Name, der gehandelt wurde, wo sie wahrscheinlich schon relativ weit sind, ist Pascal Groß, wenn sie aufsteigen. Der soll wohl relativ sicher kommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich schon sehr oft bei verschiedenen Quellen gelesen. Das wäre eine Verstärkung auf jeden Fall. Auch bei der Eichstube, glaube ich, ne? Auch, ja, genau. Ja, die sind ja normalerweise relativ nah dran. Ich erstmal nochmal, ich versuche jetzt nochmal die Aufgabenstellung zu, also nebenbei bemerkt, ich vertraue, Frank Baumann ist auch wirklich ein Abenteuer. Ich sag einfach Stock mal, ja, ich könnte es mir vorstellen, ja. Okay, bei Schalke? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich sehe nämlich bei, also gut, ja, dass es vorstellbar ist, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das erklärt nicht so richtig, ob es dein Bauchgefühl ist und dass du es dir vorstellen kannst. So, ja, okay. Also du versuchst es wie immer sehr politisch zu halten, einfach möglichst unkonkret, um bloß nichts irgendwas Falsches zu sagen. Mein Bauchgefühl ist ja, dass ich es mir vorstellen könnte. Ja, nee, ich will ja Bauchgefühl ja oder nein. Nicht ja könnte sein. Ja, dann sage ich ja. Okay, ja, ist doch gut. Ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass zumindest auf Schalke das Potenzial deutlich besser ist als in Bremen. Weil Bremen hat in meinen Augen wirklich Glück, dass die eine überdurchschnittliche Zweitligatruppe haben, aber mit sehr wenig Ausreißern, die wirklich Bundesliga-Niveau haben. Bei Schalke ist das ein bisschen anders. Die haben Spieler im Kader, die definitiv auch in der Bundesliga gut performen könnten. Wen meinst du da? Und die vor allem, ja, Itakura zum einen, Orian zum zweiten. Vorne drin sehe ich auch zumindest bei Bülter das Potenzial. Terodde hat bisher es nie bewiesen, aber grundsätzlich, wenn du 30 Tore in der zweiten Liga machst und in der ersten genauso gefüttert wirst, könnte das auch funktionieren. Es ist natürlich die Trainerfrage so ein bisschen, ne? Das ist auch ganz klar, aber auch ein Windheim, den sie geholt haben, finde ich prinzipiell erstmal nicht so schlecht. Ein Thiao ist auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Also da sehe ich wirklich am ehesten Nachholbedarf in der Zentrale, weil Paulsson in meinen Augen für die erste Liga auf gar keinen Fall stark genug ist. Latza hat das schon gespielt, ist aber sau verletzungsanfällig. Also ich sehe auf den Außen in der Verteidigung und im Sturm weniger Probleme als in der Zentrale, so, weil Drexler kann es jetzt auch nicht unbedingt sein, aber da sehe ich auf jeden Fall mehr Potenzial als bei Werder, wo ich wirklich dem Einzigen, dem ich da wirklich konkrete Bundesliga-Qualität attestieren würde, wäre Füllkrug. Das Thema Toprak hatten wir schon mehrfach. Ich persönlich würde es ihm nicht mehr attestieren, dafür ist es einfach ist es einfach nicht mehr. Ansonsten ist es halt echt schwer. Ihr habt halt echt viele talentierte Spieler so und Weiser zum Beispiel, der es schon nachgewiesen hat, Pavlenka logischerweise, der es schon nachgewiesen hat, das ist auch, habt ihr auch Schalke voraus, weil Freisel hat es meiner Meinung nach nicht. Und Veljkovic gegebenenfalls auch, aber ob die bleiben, ist halt auch die Frage so. Das ist, ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Schalke mehr Potenzial hat und mehr Spieler hat, die Erstliga-Potenzial haben.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und den besseren Manager, darauf wollte ich jetzt gerade noch kommen. Ruven Schröder ist deutlich über Frank Baumann anzusiedeln, meiner Meinung nach. Ist ja auch der Vorgänger. Wenn man es objektiv betrachtet. Ja, bei Bremen, das ist halt auch die Krux, die müssen halt ihr Spiel komplett umstellen. Ne? Die spielen jetzt sehr dominant in der zweiten Liga. Das wird in 95% der Fälle in der ersten Liga nicht der Fall sein. Wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn Bremen eins nicht kann, ist das verwalten und defensiv kompakt stehen. Auch in der zweiten Liga nicht. Auch und das Spiel machen. Ja, also das zumindest ist, gegen tiefstehende, also gegen, ja, also an sich haben sie es die ganze Saison gemacht, aber wenn du es dir heute angeguckt hast, das war ja Wahnsinn. Ja, heute war es, muss man auch sagen, Ausreißer nach unten, die Leistung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle. Aber das sollte einem ja in so einem entscheidenden Spiel schon Sorgen machen, oder? Ja. Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich glaube, das nächste, weil ich drehe jetzt einfach mal den Spieß um, frag mich mal, ob ich glaube, dass Markus Mann für nächste Saison einen schlagfertigen Kader im Aufstiegskampf zusammenstellen kann. Glaubst du, Markus Mann kann einen schlagfertigen Kader für die nächste Saison zusammenstellen? Für den Aufstiegskampf? Nein. Glaube ich nicht. Dafür kenne ich meinen 96 einfach zu gut. So, ich glaube, dass der Kader gut sein wird, aber ich glaube, dass er auch wieder an irgendwelchen Stellen kranken wird. Irgendwas werden wir wieder vergessen einzukaufen. Irgendwas. Es gibt irgendeine Position, die wir nicht bedacht haben in unserer ganzen Planung. Das sehe ich jetzt schon. Und wir haben, wie gesagt, den 8.5. Aber irgendwas wird immer vergessen. Wir werden nächstes Jahr deutlich besser spielen als jetzt. Das glaube ich wirklich. Und wir werden uns sicherlich auch oben mal ein bisschen einmischen. Aber wir werden eher so das Nürnberg machen. Wir werden vielleicht so ein bisschen später kommen, uns mal kurz Hallo sagen, so nach dem Motto, oh, hier sind wir. Vielleicht machen wir noch irgendwas, aber am Ende des Tages werden wir es noch nicht machen und verlieren 3-0 gegen Kiel. So wird das eher laufen. So, wir werden Probleme haben, Startprobleme, weil erstmal das Ganze erstmal wieder implementiert werden muss. Leidl ist ein neuer Trainer, die Mannschaft muss zusammenfinden. Schön, wenn sie früh steht und dementsprechend viel trainieren kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das hinten heraus eine solide Saison wird mit einem guten Ergebnis. So, bei Nürnberg wird sich auch keiner beschweren. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich von Anfang an im Aufstiegsrennen richtig mitmachen. Da kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer noch jetzt absteigt, beziehungsweise wie die zweite Liga in der nächsten Saison aussieht. Aber ich bin da mehr als skeptisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, nächste Saison, wenn Bremen und Schalke wie erwartet aufsteigen, also ob Hamburg drin bleibt oder Stuttgart oder Hertha runtergehen, ist völlig egal, die sind alle drei absolute Favoriten, wie immer, dann ist abgesehen davon, ich glaube, Bielefeld wird erstmal wieder ein bisschen einen Bruch erleiden, führt auch. Die haben beide theoretisch auch das Potenzial, durchgereicht zu werden. Gerade bei Bielefeld würde ich es mir nicht wünschen. Ich glaube, die können das im Zweifel auch ganz gut auffangen. Die haben ganz gute Spieler auch für die zweite Liga im Kader, die sie sicherlich auch mit Zweitliga-Verträgen ausgestattet haben, wie Krüger und sowas. Aber die sind auf jeden Fall nicht so favorisiert wie Hamburg, meiner Meinung nach. Und also an sich hast du dann schon die Chance, aber ich glaube es nicht. So, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir auch nächste Saison wieder eher so im Platz 6 bis 8 rumschwimmen werden. Was so. Auch schon eine Riesenleistung wäre, also eine Verbesserung zu der jetzigen Situation. Ne? Also absolut. Nur das Ding ist, bei Werder sehe ich nächste Saison so einen Platz 16 bis 18, bei Schalke zumindest mal so einen Platz 13. Also wer halt wirklich ja. Ich sehe da wirklich, ohne das Böse zu meinen, du weißt ja, ne, ich habe mittlerweile dank dir auch meine Sympathien, ich sehe es halt nur noch vielleicht ein bisschen objektiver und realistischer als du und du bist ja schon Pessimist, aber dieser Kader ist in meinen, also es kann völlig mich täuschen, es kann sein, dass es wie Bochum wird und dass das richtig gut funktioniert, aber ich glaube, dass dieser Kader nicht die Qualitäten hat, die du brauchst, um in der Bundesliga wirklich mitzuspielen, ohne das Böse zu meinen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, der Spielstil muss komplett umgestellt werden. Dazu ist der Trainer nicht Bundesliga erfahren. Gut, das war Thomas Reis auch nicht, aber ich weiß nicht, Bochum hat irgendwie so ein. Ich finde, Bochum hat auch im Aufstiegsjahr einen ganz anderen Spirit nochmal vermittelt als Bremen. Außerdem haben die eine Heimfestung. So, die haben eine Heimfestung, kommt noch dazu. Genau, wäre da aktuell eher nicht so. Nee. Das wird ja auch gegebenenfalls am letzten Spieltag nochmal entscheidend werden. Aber ich wünsche es mir für dich, so für deinen inneren Seelenfrieden, aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Bundesliga-Saison, wenn sie aufsteigen. Weil sie haben ja auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, jetzt irgendwie große Sprünge zu machen. Und sie haben, wie gesagt, und da bleibe ich auch bei, jetzt nicht den kompetentesten Sportdirektor, der irgendwie aus wenig viel machen würde. Ich meine, ihr habt einen der besten Scorer der zweiten Liga für 3,5 Millionen gekauft, um gegebenenfalls nicht mal aufzusteigen und ihn im Folgejahr für 5,5 Millionen zu verkaufen. Ja, okay. Ne? Ist in Ordnung. Aber allein das Geld zu haben, 3,5 Millionen in der zweiten Liga auszugeben plus Boni, das hat ja kaum jemand. So, das heißt, du hast da quasi, das war ja quasi, also das war jetzt kein Master-Transfer in irgendeiner Hinsicht. Hätten sie den jetzt für 1 Million geholt, hätte ich gesagt, wow. Ne? So wie Glatz, wie viel hat der HSV für Glatzel bezahlt? Das war viel zu wenig, oder? Auf jeden Fall, leider. Ja, wenn du es vergleichst. So, das sage ich schon eher, ja, das ist stark. So, bei dem Transfer weiß ich nicht. Und ansonsten war da jetzt nicht viel dabei, was mir irgendwie großartig Hoffnung machen würde.
Ich meine, im Endeffekt habt ihr ja eigentlich, habt ihr überhaupt irgendeinen Transfer gemacht? Überlege ich mir gerade. Außer Duxch? Ja, Weiser sonst geholt, ganz, ne? Okay, Weiser, ja gut, okay. Weiser war ja auch bis zur Rückrunde meiner Meinung nach unterdurchschnittlich. Bis zur mittleren bis späten Rückrunde. Ja, ja, die Bremen-Fans haben mich ja alle fertig gemacht dafür, weil der spielt ja angeblich ab Rückrunde Spiel 1 spielt er ja brutal. Nee, also die letzten 4-5 Wochen ist er vielleicht sogar der Beste, aber davor, weiß ich nicht. Also heute war er der Beste. Ja, heute auch mit Abstand. Das kann man auch immer festhalten. Mit Abstand, ja. Also, um da jetzt mal drauf zu antworten, ganz klar, für Bremen geht es nur darum, wenn sie aufsteigen, 3 Teams hinter sich zu lassen. Was anderes wäre nicht seriös mit dem aktuellen Kader. Und zweitens, was Bremen um die Ohren fliegen wird, wenn sie mit dem Kader hochgehen, die Chancenverwertung. Und da das Rausspielen in Überzahlsituationen. Heute beim Stand von 1-0 5 Überzahlsituationen. 5. Alles im Sand verlaufen. Und das darfst du dir in der ersten Liga nicht erlauben. Ja, du wirst ja aber diese Masse auch gar nicht haben in der ersten Liga. Ja, das kommt noch dazu. Also das muss man schon mal dazu sagen. Du hast ja schon gesagt, die müssen das komplette System umstellen. Die werden logischerweise, also wenn Ole Werner ein bisschen Sachverstand hat, dem ich ihm schon attestieren würde, dann wird er ja logischerweise jetzt sagen, wir spielen in der ersten Liga nicht dominant, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir unsere Umschaltsituationen, die wir haben, beziehungsweise wenn wir mal Gelegenheiten bekommen, dass wir die auch nutzen. Weil Werder ist immer noch, meiner Meinung nach, zumindest von den Top-Teams da oben, das mit Abstand schlechteste, was die Chancenverwertung angeht. An sich müsste es nicht mal knapp sein, dass ihr aufsteigt. An sich müsstet ihr so weit vorne sein durch die ganzen Chancen, die ihr hattet. Duxch hat mittlerweile sicherlich wieder mehr Großchancen vergeben als Tore gemacht. Füllkrug ist zumindest mal auch nah dran. Das ist wirklich Wahnsinn. So, und wenn man dann bedenkt, dass da teilweise auch noch Elfmeter und Standarddinger dabei waren, boah, das wirst du in der ersten Liga so nicht haben. So, wie gesagt, der Kader für die zweite Liga ist ja quasi der Erstligakader. Weiser und Duxch, ansonsten ist ja nicht viel passiert. So, ihr habt halt einfach alle das mit Spielermaterial. Ja, stimmt, ja, der auch noch, okay. Siehst du, warum sagst du den nicht gleich? Naja, aber selbst der ist jetzt nicht jemand, wo du sagst, okay, das ist wirklich, der war auch bei 96 gerüchtet voll für die zweite Liga halt, aber ein Bundesligaspieler sehe ich in dem jetzt nicht so zwingend, also nicht unbedingt, dann sehe ich den eher in Agu. So, Agu, weiß, aber selbst da musst du halt dann sagen, das ist halt die gleiche Truppe, die abgestiegen ist damals, quasi, und da ist keine Verbesserung zu sehen. Also beim besten Willen nicht, und dann wirst du wahrscheinlich wieder in das gleiche Hamsterrad reingehen, gegen den Abstieg kämpfen die ganze Zeit und am Ende der Saison guckst du blöd aus der Wäsche, weil du halt einfach, also ich sehe bei Bremen in erster Linie das Problem, Geld, weil habt ihr ja nicht, soweit ich weiß. Auf jeden Fall nicht ausreichend. Ja, und zweitens die Kompetenz auf der Sportdirektorposition, das ist halt auch noch so ein Thema, weil wie gesagt, meine Meinung zu Frank Baumer ist mittlerweile, glaube ich, ganz gut durchgedrungen. Bei Schalke sehe ich da halt im Vergleich deutlich mehr Potenzial. Qualität im Kader, Breite im Kader, vor allem, die werden ja auch gut aussortieren können. Vor allem natürlich auch einen besseren finanziellen Hintergrund, auch wenn die viele Schulden haben. Aber die werden auch mehr Investoren nochmal anlocken als Bremen, glaube ich einfach. Weil Schalke halt nochmal eine andere Nummer ist als Werder, auch in den letzten 10 Jahren. Mhm. Und halt eben die Kompetenz auf der Position. Ne? Weil Ruben Schröder würde ich deutlich vor Baumann einsortieren. Ich mag den auch. Ich finde, vor allem in Mainz hat er gute Arbeit geleistet. Hat er eigentlich in Mainz gute Arbeit geleistet oder hat er da richtig versagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall immer ein gutes Bild von Ruben Schröder. Und je nachdem, wer da jetzt Trainer wird, ey, also ich bin ja froh, dass es nicht Leitl ist. Also schön, dass der 96 ist. Biskens bleibt auf jeden Fall auf der Bank. Eine abschließende Sache noch zu Bremen kurz. Was denen auch absolut abgeht, ist Geschwindigkeit, ne? Gerade in der ersten Liga. Ja, die haben das nur, sehe ich, genau. Die das haben sehe Felix Agu, der ist schnell. Dingchi, der ist kein Bundesligaspieler, noch nicht. Das war's. Die haben sonst keine Schnellen. Ich habe übrigens gerade meine Auflistung bei Schalke Salazar vergessen, den ich auch als sehr schnell einordnen würde übrigens. Nee, ist richtig, absolut richtig. Das ist, Dingchi ist ja auch kein Bundesliga-Material, wenn man ganz ehrlich ist. Also es ist ja, ne, kann sein, dass er da reinwächst, aber grundsätzlich erstmal nicht. So, und Schnelligkeit ist da nicht so richtig vorhanden. Bei Schalke zugegebenermaßen mehr, aber jetzt nicht überragend. Ja, wobei Bülter ist eigentlich auch relativ schnell, ne? Ja, ist zumindest okay. Und in der ersten Liga brauchst du halt Schnelligkeit. In der zweiten Liga kannst du es als dominantes Team noch verkraften, wenn du nicht die schnellste Mannschaft hast. Aber in der ersten Liga, gerade wenn du auf Konter gehen musst auch, da muss Bremen noch was machen. Ich bin echt gespannt. Genauso wie ich es bei 96 so sehe, dass das schwierig wird, auch nächste Saison, sehe ich es auch bei Bremen sehe ich es unglaublich schwierig. Bei Schalke sehe ich es zumindest mal optimistischer als bei Werder, aber ich bin echt, aber erstmal müssen sie aufsteigen. Aber ich, wie gesagt, ich bin weiterhin davon überzeugt, auch wenn du ja weiterhin pessimistisch bleibst, aber du wirst ja vor Ort sein. Ich sage einfach, sie sind noch nicht aufgestiegen. Ich glaube, also sie müssen aufsteigen. Klar, mit dem Unentschieden sind sie aufgestiegen, das müssen sie schaffen.
Aber solange es nicht offiziell ist, vor Kiel hat man auch gesagt, ey, die gewinnen das locker. So, auch verloren. Ja, also ich habe nicht gesagt, die gewinnen das. Habe ich gesagt, dass sie es locker gewinnen? Ja, 3-1 hast du gesagt. Sie gewinnen es. Ja, ich habe gesagt, sie gewinnen es. Ich habe nie locker gesagt, glaube ich. Ja, ein 3-1 oder? Klingt aber optimistisch. Ich habe 2-2 gesagt. War auch zu optimistisch. Ja. Ist auch okay. Lass uns gerne mal ganz kurz noch über Hertha sprechen, weil wir haben ja jetzt mit Hertha eingeleitet hier, mit Olli, in diesem Zitat mit 72k im Stadion und mit der Niederlage dann im Angsthasenfußball. Dadurch, dass Stuttgart sich tatsächlich einen Punkt gegen Bayern ergaunert hat, weil Bayern verdient. In Feierlaune war, völlig verdient. Und das kann man ja direkt schon, also das möchte ich direkt schon mal vorab sagen, weil das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Also sportlich gesehen ist natürlich die Mannschaft, die mehr Punkte gesammelt hat am Ende der Saison, auch regelkonform derjenige, der in der Bundesliga bleibt. So nicht in der Relegation muss. Aber fußballerisch gesehen ist das ist ja eine ganz andere Welt, Stuttgart gegen Hertha. Also Stuttgart ist ja fußballerisch deutlich, deutlich besser als Hertha. Man muss sagen, klar, Bayern ist schon Meister, die haben nicht mit 100% gespielt heute, aber das war mit das beste Auswärtsspiel, was eine Mannschaft diese Saison in München gemacht hat. Die hatten auch, 7-8 Hochkaräter. Ja, aber auch, ja, das ist ja aber ein Problem, weil die müssen sie halt auch nutzen. Ja, klar, das ist das Problem. So, aber auch unabhängig von diesem Spiel, jetzt spielerisch, beziehungsweise rein fußballerisch, spielerisch schwierig, weil sie haben auch wirklich Schwierigkeiten gehabt über weite Teile der Saison, gerade wenn es nicht einfach von Sosa auf Kalajdzic ging. Hätte man übrigens aus Bayern Sicht nicht ahnen können, dass das kommen würde, würde ich mal so behaupten. Also Flanke, Sosa, Kopfball, Kalajdzic, das ist ein Stilmittel, das kennt man noch nicht aus Stuttgart. Ich bin halt der Meinung, dass die fußballerisch deutlich besser sind. Bei Stuttgart ist halt das Problem, in Anführungsstrichen, die haben nur diesen einen Plan. Die haben eine extrem junge Mannschaft, die haben eine extrem talentierte Mannschaft. Wenn die aber nicht funktionieren, haben sie keine Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren. So, vor allem jetzt im Abstiegskampf, die haben alle Angst. Bei Hertha hast du halt eine Truppe, die zumindest mal ein bisschen mehr Erfahrung hat, die fußballerisch reifer sind, aber alle schwächer, würde ich behaupten, also nicht alle, natürlich, aber in Summe schwächer sind als Stuttgart, aber dafür halt mehr Erfahrung haben und im Zweifel die Abgezockteren sind, auch wenn das gegen Mainz jetzt nichts davon war, ehrlich gesagt. Und ich bin, also das Spiel hat mich jetzt recht pessimistisch gestimmt, und da Köln jetzt nun mal sowieso Europa Sicherheit und ich glaube, dass Union sowieso gewinnt, gegen wen spielt Union eigentlich? Puh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber Stuttgart spielt gegen Köln und Hertha in Dortmund, ne? Ja, also Hertha verliert. Bin ich mir relativ sicher. Und also Stuttgart spielt zu Hause gegen Köln. So, Köln ist schon in Europa. Die werden sich ärgern, wie gesagt, wegen Chance auf Europa, also auf Europa League. Aber Conference League ist sicher. So, und Stuttgart wird gerade zu Hause mit den Fans im Rücken alles geben. Natürlich kannst du Modest nicht 90 Minuten ausschalten und auch ein U zum Beispiel super gefährlich. Aber gerade defensiv sehe ich Köln jetzt nicht unbedingt als so sattelfest an, dass man da nichts bewegen kann. Ja. Und dementsprechend, ich würde Stuttgart schon große Chancen zurechnen. Und dann ist halt die Frage, ob das, was Olli da beschrieben hat, dieser Angsthasenfußball, nicht eigentlich dann dafür, also dass es dafür die gerechte Quittung wäre, wenn sie in die Relegation müssten. Ja, du kannst eigentlich keinem erzählen, dass Hertha vor Stuttgart steht, ne, wenn du so die Spiele guckst. Aber ja, du hast schon richtig gesagt, ne, wenn man am Ende mehr Punkte hat, ist dann halt so, ne? Aber Stuttgart ist halt oft an der Chancenverwertung gescheitert. Das Bremen der ersten Liga. Nur fußballerisch halt deutlich besser. Ja, und ganz andere Kaderstrukturen, alles. Aber sonst alles kompetenter gleich. Sportdirektor. Ja. Sympathischer Trainer. Ja, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass Stuttgart drin bleibt, weil das wäre schade, wenn die in die zweite Liga gehen. Schöne Fans. Also ich würde es mir auch wünschen. Also ich sag dir ganz open und early, ne, wenn Stuttgart, Bielefeld, Hannover, zweite Liga, das BTSV auch aufgestiegen heute, keine Glückwünsche an der Stelle, das würde bei mir schon so Erinnerungen hochbringen an 2017. Aber ich möchte ehrlich gesagt Stuttgart nicht in der zweiten Liga haben, und das haben wir auch heute zwischenzeitlich gesagt, oder hast du mir zwischenzeitlich geschrieben und ich habe dir zugestimmt. Also in der Relegation würde Stuttgart jeden, der da kommt, eiskalt wegklatschen. Wenn die nur annähernd so spielen wie heute, ja, auf jeden Fall. Naja, auch generell. Also die Qualität ist ja bei Stuttgart unbestritten, die müssen sie auf den Platz kriegen. Aber in solchen Do-or-Die-Spielen ist für so eine junge Mannschaft auch schwierig. Aber wenn du mal auf die Einzelspieler guckst, Mavropanos, Anton, oh, dass ich den erwähne, ist auch ein bisschen ein stabiler Spieler. Ja, ist so. Ist das Ito? Heißt der Ito bei denen? Ito, ja. Ja, ne? Ja, ja. Ito, Sosa, dann Kalajdzic, Endo, Mamouche, das ist ja deutlich besseres Spielermaterial. Thiago Thomas auch sehr stark.
Ja, auch sehr stark. Guter Abschluss heute auch. Das ist schon deutlich mehr Qualität, als du bei jedem Zweitligisten hast und auch deutlich mehr Qualität, als du bei Bielefeld hast, als du bei Fürth hast, in meinen Augen auch, als du bei Hertha hast und vor allem, als du bei Augsburg hast, die ja heute jetzt auch den Klassenerhalt dank ihres 0-4 in Leipzig klargemacht haben. Ja. Es wird schon echt spannend. Was sagen wir? Ich meine, wir tippen jetzt jede Woche. Was sagen wir, bevor wir zur ersten Kategorie kommen? Was sagen wir heute? Wer geht in die Relegation? Wer rettet sich direkt? Ich glaube, Stuttgart spielt unentschieden gegen Köln und geht in die Relegation. Hertha verliert in Dortmund und Bielefeld ist auf jeden Fall Bielefeld 17. ist raus. Ja. Ja, komm, dann gehe ich doch einmal mal den konträren Weg und jinxe das Ganze. Stuttgart gewinnt. Achso. Das ist völlig egal, Bielefeld ist durch. Ja, wegen der Tordifferenz, ne? Stimmt. Nein, Bielefeld ist durch. Ja, die haben 3 Punkte. Bielefeld kann nicht mehr. Na klar, die können noch. Ja, die haben eine Tordifferenz minus 100, oder nicht? Ja, aber die können das Relegation schaffen, auf jeden Fall. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Stuttgart gewinnt gegen Köln, spät, 2-1. Und Hertha verliert klar gegen Dortmund und geht in die Relegation. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, weil das wäre wirklich HSV gegen Hertha um Himmels Willen. Pest gegen Cholera. Ja, genau. Ja, gut, so schlimm finde ich Hamburg mittlerweile nicht mehr. Habe ich auch in meinem Match-Review von 96 gesagt. Das ist mittlerweile relativ egal, aber für dich auf jeden Fall Pest gegen Cholera. Das kann man so festhalten. Naja, gut, dann sind wir damit durch. Haben unsere quasi Tipps abgegeben und gehen zu unserer ersten Kategorie. Kategorie. Game Changer, der Wochenrückblick. Warum habe ich keine Benachrichtigung bekommen? Florenz, die 87. Naja, mein Ticker ist gerade. Ah, jetzt habe ich sie bekommen, bei mir steht 86. Ja, gerade eingewechselt worden, ne? 84. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Und mit diesen Worten beginnen wir mit Game Changer. Ja, also das kann man perfekt reinschneiden, weil ohne große Umschweife, mein erster Game Changer spielt gerade noch, Sandro Tonali. Hellas Verona führt mit 1-0 durch Faraoni gegen Milan und dann kommt Tonali in der 48. Minute und nach der Halbzeit in der 49. Minute mit 2 Toren dreht das Ganze. Jetzt hat Florenzi das 3-1 gemacht, kurz vor Schluss. Und was noch witziger ist, Tonali hat heute Geburtstag. Na dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch zu den beiden Toren und zum Muttertag. Ne? Genau. Treuer Hörer des Podcasts hier, Tonali. Treuer Hörer des Podcasts, genau. Ciao Bella. Und ja, also erster Gamechanger ist damit klar. Zweiter wäre auch in Italien zu finden, kann man glaube ich sagen. Lautaro Martinez, müssen wir jetzt nicht großartig noch drauf eingehen. Gegen Empoli 2-0 zurückgelegen, 2 Buden gemacht, 45. 64. zum 2-2 und 3-2. Ja, kann man so stehen lassen. Also weiterhin unglaublich spannend in der Serie A. Hast du denn irgendwas heute mitgebracht? Ich habe 3 Leute mitgebracht, ja, aus 3 verschiedenen Ligen. Ja, dann fang doch schon mal an mit deinem ersten hier. Ich habe ja quasi schon vorgelegt. Einen hatte ich letzte Woche schon, den frühstücke ich kurz ab wieder, Simon Terodde. 2 Tore gemacht und das dritte eingeleitet. Ja, kann man stehen lassen. Ja, gut. Ist jetzt nichts, was man groß erklären müsste, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Soll ich dann gleich noch einen machen oder willst du den nächsten? Ja, mach gleich noch einen. Ich bleibe in Deutschland, gehe aber eine Liga höher und nehme Patrick Schick. Der hat beim 4-2 in Hoffenheim 2 Tore gemacht und noch 1 vorgelegt. Mhm. Und hat so die Champions League Quali fix gemacht für Leverkusen. Ja, und auch da an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Gerade auch an meinen besten Freund, der mit mir definitiv nächste Saison zur Champions League fahren wird. Mit dem bin ich auch nächste Woche im Stadion. Ich bin das erste Mal wieder seit dem Heidenheim-Spiel in der Hinrunde in der HDI Arena zum Saisonabschluss gegen Ingolstadt und werde mir angucken, wie die in die dritte Liga geschossen werden, wo sie schon längst sind. Und gleichzeitig werde ich nächste Saison, nicht gleichzeitig, aber ebenfalls werde ich nächste Saison mit ihm eben zur Champions League fahren, weil der ist Leverkusen-Fan und das passt dann dementsprechend ganz gut. Ich kenne keinen Leverkusen-Fan, außer Vanessa Mai. Vanessa Mai ist Leverkusen. Mhm. Okay. Es gibt gar nicht so wenige Leverkusen-Fans, glaube ich, gerade darüber im Pott. Also ich glaube, das ist jetzt kein, ich kenne jetzt auch keinen außer ihm. Ich weiß auch gar nicht, wie er Leverkusen-Fan geworden ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat sich das einfach irgendwann ausgesucht, aber der ist auch erst seit ein paar Jahren so wirklich im Fußballgame drin. Der war vorher nie so richtig Fußball interessiert. Ja, soll er machen, ist mir egal. Ja, ich hab nichts gegen Leverkusen und ich mag Florian Wirtz, von daher. Ja, gibt unsympathische Risses. Ja, ein bisschen. Und das Schöne ist ja auch, also am Ende des Tages, wenn die Champions League spielen, das Stadion wird nicht voll sein, so, von daher kriegt man easy Karten. Mal gucken, wie die Gruppe aussieht. So wie bei Wolfsburg, ja.
Gibt ja viele internationale Gegner, auf die ich da Bock hätte, die ich mir gerne angucken würde. Hoffentlich wird es nicht so eine Gruppe wie Wolfsburg, weil die war ziemlicher Schmutz. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht so großartig viele Gamechanger drin, aber einen, den ich reinwerfen würde, ist Heung-min Son. Eigentlich war die Ausgangssituation für Liverpool ja relativ klar. Siegen oder Meisterschaft ist wahrscheinlich weg, vor allem weil City heute 5-0 gegen Newcastle gewonnen hat, gegen unser Newcastle, gegen unsere Geordies. RIP. Ja, also absolut favorisiert natürlich Liverpool, gerade zu Hause, gerade gegen die Spurs, die gegen Top-Teams immer versagen. Außer gegen City, immer. Aber das war ein guter Auftritt der Spurs. Die haben sich hinten reingestellt, die haben gekämpft wie Berserker. Nur ein abgefälschtes Tor durch Bentancur, beziehungsweise durch Luis Diaz Schuss, der abgefälscht von Bentancur eingeschlagen ist, konnten die sich einen Punkt holen. Und Heung-min Son, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie schnell der mit Ball am Fuß ist. Wahnsinn. Macht das 1-0. Tolle Ballannahme von Harry Kane. Toller Ball zu Sessegnon, der die Übersicht bewahrt, der ehemalige Hoffenheimer querlegt auf Heung-min Son und der macht das Tor. Am Ende des Tages hätte Liverpool das prinzipiell erstmal gewinnen müssen. Die hatten jetzt keine Riesenchancen. Abgesehen von dem Kopfball von Van Dijk in der ersten Halbzeit. Ich habe das ganze Spiel geguckt. Aber sie waren schon überlegen. So, aber wirklich, das war unfassbar. Gerade Ben Davies, eine Situation in Schuss von Salah. Das war kurz vor dem Tor tatsächlich. Wie die sich da reingeworfen haben. Alter Schwede. Wirklich jedes Mal, du dachtest, okay, jetzt kommt der Schuss und das Ding ist drin. Und irgendwie ist irgendwie noch jemand dazwischen geflogen mit vollem Einsatz. Also Kampf um die Champions League haben die auf jeden Fall angenommen. Hat nichts gebracht, sagen wir es mal so. Und ja, trotzdem, Heung-min Son absolut, absolut toll. Und kurz vor Schluss hätten die Spurs definitiv noch einen Siegtreffer machen müssen in der Nachspielzeit. Das wäre die erste Niederlage für Virgil van Dijk in Anfield gewesen in der Premier League. Aber Højbjerg überlegt sich, den Ball aus 5 Metern nicht aufs Tor zu köpfen, sondern will ihn querlegen, macht das zu unpräzise. Harry Kane kommt nicht ran. Schade, Schokolade. Ich glaube trotzdem, dass der Drops jetzt gelutscht ist. Also das schwere Restprogramm hat definitiv City, die spielen ja noch gegen West Ham, ansonsten sind es die gleichen Gegner, Wolves und Aston Villa, gegen die spielt Liverpool auch noch, die spielen aber noch gegen Southampton und eben nicht gegen West Ham, aber ja, es sollte durch sein, gerade durch das Torverhältnis, was sie jetzt nochmal aufgebessert haben, ja. Mal gucken, es bleibt immer spannend, ne? Es ist noch nicht durch. Genau, 3 Punkte mehr. Aber es ist noch nicht durch. Es wird wieder spannend in England bis zum Schluss, was ja auch schön ist. Hast du noch einen Game Changer? Du hast gesagt, du hast 3, ne? Einen habe ich noch aus der Ehrendivise. Heute. Der hat vielleicht die Meisterschaft entschieden oder endgültig entschieden. Ja, toll. Super. Was denn? Ja, ich mag PSV. Achso, ja. Ja, Cyril Dessers. Doppelpack. Super Typ. Last Minute Elfmeter gemacht. Klasse. Zum 2-2 gegen PSV. Ja. Toller Typ. Und Ajax hat auch 2-2 gespielt und 4 Punkte Vorsprung. Ja, deswegen ist es ja so bitter. Weil sie hätten nochmal aufholen können. Cody Gakpo hat 2 Tore gemacht. Ja. Und dann verlieren nicht, aber später auf jeden Fall kriegen sie noch die Tore. Verlieren sie 2 Punkte, ja. Verlieren sie 2 Punkte, so kann man sagen. Ja, ansonsten relativ schwierig. Ich würde sagen, Ansu Fati könnte man noch reinnehmen, weil der halt eine Minute nach seiner Einwechslung ein Tor gemacht hat für Barca gegen Betis, auch wenn es danach erst einen Ausgleich gab und am Schluss dann Jordi Alba den Siegtreffer besorgt hat, der jetzt auch nicht mehr wirklich entscheidend ist, wenn man ganz ehrlich ist, weil ja, das ist für die sportliche Relevanz bei Barca jetzt nicht mehr gegeben, aber bei Betis ist es ein bisschen bitter, weil die haben sich damit, glaube ich, aus dem Kampf um die Champions-League-Plätze verabschiedet, was aber auch in Ordnung ist. Da sind der Pokalsieger geworden, Europa League ist, glaube ich, auch besser für die oder entspannter und auch den eigenen Qualitäten angemessen. Ansonsten ist es schwierig. Ich würde noch Eddie Nketiah reinwerfen von Arsenal. Der hat das allerdings nicht wirklich gechanged, das Game, weil Arsenal war klarer Favorit gegen Leeds und er hat halt 2 Hütten gemacht. Aber der ist in den letzten Wochen generell stark, hat jetzt schon mehrere Tore gemacht in den letzten Wochen, mehrere wichtige Tore für Arsenal, die ja eben ganz, ganz kurz davor stehen, in die Champions League einzuziehen, auch dank seiner Treffer. Deswegen kann man den zumindest mal lobenswert erwähnen, aber jetzt wirklich Game gechanged hat er nicht. Nee, das nicht. Leeds ist sogar in Unterzahl nochmal rangekommen, ne? 2-1. Ist nochmal reingekommen, ne, die rote Karte für Luke Ayling auch sowas von verdient, Hilfe. Aber ja, ist rangekommen, hat es aber nicht geschafft, war auch nicht klar, aber war zumindest mal nicht unwahrscheinlich, dass Arsenal das Ding gewinnen würde. Übrigens, die anderen beiden Tore gegen Chelsea gemacht beim 4-2-Sieg, da hätte man ihn als Gamechanger nehmen können. Ja, und United hatte anscheinend nicht so Bock auf Champions League, ne? Ich will da gar nicht drauf eingehen, solche Lappen. Lass uns schnell weiter, ohne große weitere Erwähnung, wir gehen zur nächsten Kategorie. Unsere Top 3 heute vorgeschlagen von deinem Bruder, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Nee. Nicht von deinem Bruder? Nee. Mein Bruder hat mit Fußball überhaupt nichts am Hut.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt, ne? Das war jetzt nicht unbedingt ein Fußballvorschlag. Also, das hätte man theoretisch auf jeden anderen Sport oder alles Mögliche beziehen können. Naja, danke an Felix. War trotzdem Felix, oder? Fabi. Nicht? Nee, Fabi war es, ne? Ah, deswegen die Verwechslung. Dein Bremen-Kumpel. Weißt du? Ja, dein Bremen-Kumpel, der während des Spiels geschlafen hat. Das macht er immer. Liebe Grüße. Das ist auch besser so wahrscheinlich, gerade bei dem Spiel. Liebe Grüße an Fabi. Heute unsere Kategorie, die Top 3 Ausraster. Ja, an sich erstmal eine relativ interessante Kategorie, weil man da relativ viel reininterpretieren kann. Wir haben wie immer auch eure Vorschläge mit aufgenommen. Ich habe es mal vergessen, auf YouTube zu posten. Mea culpa. Verzeiht mir, nächste Woche wird es wieder dabei sein. Ihr könnt natürlich gerne die Folge auf Spotify hören. Link ist in der Videobeschreibung. Oder ihr könnt die Folge auf YouTube gucken, auch wenn da nicht viel Videomaterial dabei ist. Aber da könnt ihr sie euch trotzdem reinziehen. Link ist in der Podcast-Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse, wie die letzten 6 Wochen in Folge. Genau, willst du mal anfangen mit deinem Top? Genau, willst du mal anfangen mit deinem Platz 3? Ja, ich habe mich gerade noch umentschieden und nehme doch nicht den ich dann später als Honorable Mention nennen werde, sondern ich nehme Rudi Völler gegen Sebastian Hellmann am Sky-Mikrofon, nachdem Roger Schmidt damals hoch musste auf die Tribüne. Ich weiß nicht, ob du das Interview kennst. Ich glaube, ja, es klingelt auf jeden Fall. Fand so witzig, wie er sich da wieder reingesteigert hat. 2016 war das. Und also Hintergrund, Roger Schmidt musste auf die Tribüne und wollte nicht hoch. Und dann hat der Schiedsrichter die Spieler gebeten, in die Kabinen zu gehen und so. Dann hat sich das alles hochgeschaukelt und Rudi Völler, ja, war schon ein bisschen angepisst, weil er einen Elfmeter nicht bekommen hat, also Leverkusen nicht. Und das Interview müsst ihr euch geben, ist bei YouTube leicht zu finden. Rudi Völler Ausraster, dann kommt's gleich. Gibt ein paar andere auch noch, aber das fand ich sehr witzig und ist mein Platz 3. Ja, Tante Käthe ja generell für sowas relativ bekannt. Übrigens ist mir gerade eingefallen, wir hätten auf jeden Fall noch was in die Game Changer reinnehmen können. Und zwar Carlo Ancelotti, der das Derby einfach überhaupt nicht ernst nimmt, nachdem Atletico den Passio verweigert. Spielt er einfach mit Luni im Tor zum Beispiel und etc. etc. Liegen auch 1-0 hinten. Vielleicht ist ja Toni Kroos heute auch wieder Coach. Kann ja auch sein. Ist durchaus möglich, aber das, also da war jetzt nichts, also es war von Anfang an klar, dass sie das Ding verlieren, wenn du die Startelf anguckst. Jovic. Das war jetzt nicht irgendwie. Jovic, ja, weil sich Mariano beim Aufwärmen verletzt hat. Ah, ja. Natürlich. Also ganz, ganz wild, vor allem mit Luni im Tor. Naja, ja, für Atletico sicherlich wichtiger dieser Sieg als für Real, weil für die ging es theoretisch noch um was, und zwar um die Champions League, die sie dadurch, dass Betis gepatzt hat, jetzt relativ klar gemacht haben. Ja. Worauf wollte ich hinaus? Genau, mein Platz 3, ja, Rudi Völler. Ah, ja. Allerdings gegen Waldi. Der Klassiker. Gegen Waldemar Hartmann. Ja. Der Klassiker, damals nach dem, war das EM-Quali, Island. WM-Quali? Island auf jeden Fall, aber welche Quali 2000, war's? Ne? Meine ich. Oder also 2004? Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. 2004. Nein, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie gegen Island jetzt nicht so überragend gespielt und naja. Dann gab es Weizengate. Ich glaube, den muss ich gar nicht großartig weiter erklären. Schaut es euch gerne an. Auch da Rudi Völler und Waldemar Hartmann einfach mal auf YouTube eingeben. Das war sehr, sehr witzig. Das war einer der ersten, die mir überhaupt eingefallen sind. Deswegen habe ich ihn reingenommen. Es ist nicht der klassische Ausraster, weil es sind keine Stühle geflogen oder irgendwas. Und generell sind meine Ausraster auch eher harmlos, würde ich behaupten. Aber nichtsdestotrotz fand ich es witzig und wollte es dementsprechend mit reinnehmen. Mhm. Mein Platz 2 ist ein Foul aus dem Jahr 2009 von deinem Zweitlieblingsclub. Richtig, Pepe gegen Getafe, beim Stand von 2-2, glaube ich, damals, kurz vor Schluss, ja, hat er, ich weiß gar nicht, wie der Gegenspieler hieß, der hat auf jeden Fall den anschließenden Elfmeter verschossen und da hat er 2-3 Mal nachgetreten, möchte ich jetzt mal harmlos sagen. Ja, das war toll, das war super. Und dann noch auf die Hand getreten. 10 Spiele Sperre war dann die Folge und Real hat aber trotzdem noch 3-2 gewonnen durch Higuain. Ja, Francisco Casquero war übrigens der Spieler. So, ja, hatte ich vorhin gegoogelt, aber der Name ist mir entfallen. Das ist ein, ja, ich will es gar nicht faul nennen, weil es war eigentlich noch mehr. Nee, das war wirklich der fällige Wahn. Pepe Masterclass. Ja, Pepe Masterclass. Ich kann trotzdem drüber lachen. Ich lag auch nicht auf dem Boden, aber ja, 10 Spiele Sperre ist schon happig. Gut. Ist auch ein Klassiker unter den Ausrastern, ne? Ja, es ist ein Klassiker unter den Ausrastern, muss man schon so sagen. Und ja, ich Pepe wird später nochmal erwähnt werden, sagen wir es mal so. Ah, ja. So viel möchte ich schon mal spoilern. Mein Platz 2 sind die beiden Haas, und zwar Hazard und Hart, beide gegen den jeweiligen Balljungen, respektive
bei Mädchen, keine Ahnung, was bei Hart war, auf jeden Fall wird die nicht gut danach geschlafen haben, oder er. Hazard damals mit diesem, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben, mit diesem Ausraster in dem Sinne, dass er halt einfach, der Balljunge wollte ihm den Ball nicht geben und er hat ihn getreten. Weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg war. Am Boden liegend hat er halt so lange, oder gegen ihn mit dem Knie, glaube ich, sogar einmal reingekickt in die Rippen, damit er den Ball loslässt. Natürlich, völlig folgerichtig, auch die rote Karte dafür bekommen. Und bei Joe Hart war es auf jeden Fall, war es England? Es müsste England gewesen sein. Ja. Ball im Tor aus, er braucht ihn zum Abstoß und niemand ist da, der ihm den Ball geben kann. Und give me the fucking ball. Mit dem schönen englischen Akzent hat er darum gebrüllt. Super aggressiv, super sauer. War nur eine sehr kurze Frequenz, in der er dann entsprechend so wütend war. Aber live war in dem Moment hätte ich nicht gerne neben ihm gestanden. Sagen wir es einfach mal so. Und das hat für mich schon gereicht, um ihn zumindest mal auf Platz 2 zu packen. Konnte mich aber nicht für einen entscheiden. Dementsprechend habe ich mir einfach Balljungengate quasi auf Platz 2 genommen, weil das beides sehr unterhaltsame Situationen war. Wenn auch nicht witzig für diejenigen, die daran beteiligt waren. Insbesondere nicht für die Ballmenschen. Ballmenschen, ja. Ja, genderneutral. Natürlich. Mein Platz 1, da bleiben wir in der Bundesliga jetzt, hier in Deutschland. Und ich sage nur Eckfahne und Sven Ulreich. Was fällt dir dazu ein? Ailton. Nee, da wäre nicht so schnell rangekommen. Paolo Guerrero, der peruanische Messi. Alles das Gleiche. Genau. Der peruanische Messi. Oh, Himmels Willen. Ja, mit, so vergöttert wird er, glaube ich, da drüben. Ja, nach Pizarro, ne? Zweiter Messi. Ich glaube sogar vor Pizarro. Ich glaube, Guerrero wird sogar noch mehr vergöttert. Ja, in der Nazio ist Pizarro nicht so ganz angesehen, das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall mit Ansage. Ulreich will den Ball abschirmen, mit Ansage fliegt er von hinten rein in die Knochen. 8 Spielersperre war das dann. Sogar die eigenen Fans und die Mitspieler sind ausgerastet und haben ihm den Vogel gezeigt, weiß ich noch. Was den da geritten hat. Ne? Also der war ja schon immer gut für eine rote Karte, aber das war, glaube ich, das Highlight. Genau, wollte ich gerade sagen, der hat den gar nichts geritten. Das war einfach sein normales Temperament. Ja, ich weiß noch, dass er gegen Hannover auch irgendwie eine Flasche auf den Zuschauer geworfen hat, ne? Gegen Hannover. Ja, genau. Ja. Ja, also das war sogar der erste Gate, wie du es nennen würdest, der mir eingefallen ist. Guerrero Gate. Guerrero Gate. Aber ein schöner Folgentitel, aber so. ich würde fast sagen, ein bisschen Friede, ein bisschen Freude ist noch besser. Ja, das können wir auch nehmen. Gehe ich mit. Guerrero Gate, das würde sonst Spekulationen aufüben, dass das hier irgendwie um den Dortmunder Guerrero, der ja wirklich der unaggressivste Spieler ist. Der wird ja anders geschrieben, oder? Der wird mit I geschrieben, aber das weiß doch kein Mensch. Ja, stimmt. Ja, nee, aber ist in Ordnung. Mein Platz 1. Ich bin da relativ konservativ geblieben. Es ist das Erste, was mir eingefallen ist, wenn es um Wut ging. Ja? Allerdings ist es nicht gegen irgendjemanden gerichtet, außer gegen eine Kapitänsbinde oder ich weiß gar nicht, ob es eine Kapitänsbinde war, auf jeden Fall gegen ein Armband. Cristiano Ronaldo, es war gegen Nani gerichtet eigentlich. Du erinnerst dich vielleicht an das schöne Solo gegen Spanien, oh ja. Kurz vor Schluss. Wunderschöner Lupfer und Nani meint, auch den Ball, den schnappe ich mir nochmal und drücke ihn bei die Linie, auch wenn es nicht nötig gewesen wäre. Und wirklich gar nicht nötig gewesen wäre, weil dementsprechend ist es abseits und wird aberkannt. Und Ronaldo war nicht ganz so zufrieden damit. Einer der legendärsten Ausraster von Cristiano und auch völlig berechtigt in der Situation. Wie gesagt, hat jetzt niemand tätlich angegriffen da. Das sah auch schon mal anders aus. Er hat ja einmal für eine gelb-rot, glaube ich, bekommen für eine angebliche Schwalbe und hat dann den Schiedsrichter so ganz leicht geschubst. Für Ronaldos Verhältnisse hätte man das auch mit reinnehmen können. Aber das Armband, was auch immer das war, hat er da schon ein bisschen mehr misshandelt. Und dementsprechend mein Platz 1, einfach weil Cristiano muss in jedem Ranking irgendwie bei mir auftauchen. Das ist einfach so. Und auch hier ist es zumindest mal wieder. Also in dem Moment wäre ich auch nicht gern das Armband gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. Es gab ja nochmal das Kapitänsbändchen, was er auf den Boden geworfen hat, nachdem das Tor nicht anerkannt wurde, ne? Gegen Serbien. Weißt du? In der EM-Quali. Oh ja, stimmt. Oder WM-Quali. Ja, stimmt. WM-Quali war es. Ja. Der Fallrückzieher war das, ne? Nee. War das ein Fallrückzieher? Nee, das war irgendwas, was von der Linie gekratzt wurde. Also so ein Chip. Ach ja, stimmt. Ich habe es gerade durcheinander, aber bei Ronaldos Toranzahl in der Nationalmannschaft kann man das mal auch durcheinander bringen. Habe ich verwechselt, aber ja, er hat schon einige Momente gehabt, aber meistens nicht gegen irgendwelche Gegner gerichtet, sondern eigentlich immer gegen irgendwelche Gegenstände, zum Beispiel Flaschen oder Ausraster. Binden, der Fähre unter den Ausrastern. Hast du übrigens das Bild von seiner kleinen Tochter gesehen? Oder von seinem Sohn? Oh, nee, warte mal, der Sohn ist gestorben, ne? Ja, der Sohn ist gestorben. Tochter wurde geboren. Sehr süßes Bild, was ich jetzt gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob auf Instagram oder Twitter. Also sah aus wie das glücklichste Baby der Welt. Unglaublich. Ja, wenn sie wüsste, wer der Vater ist, dann... Ja, dann könnte man es verstehen, das ist richtig. Ja, mein Platz 1, deinen hast du schon genannt. Kommen wir doch kurz mal zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Bitte. Ich hatte aus irgendwelchen Gründen auch einen Ausraster von Mladen Petric im Kopf. Gibt es einen Ausraster von Mladen Petric?
Also wahrscheinlich eher so Sergej Barbares oder sowas, aber ich weiß nicht, ob das auch einfach nur eine Konnotationsgeschichte bei mir ist. Ich habe den gestern halt auch bei der Premier League gesehen im Studio, vielleicht lag es daran, aber irgendwas hatte ich bei dem im Kopf. Fällt mir jetzt nicht Kung-Fu-Tritt. Ein. Kung-Fu-Tritt, war Wieses Kung-Fu-Tritt gegen Olic. Ihn oder so? Gegen Olic. Gegen Olic, ja, beides Kroaten mit Itch am Ende. Oh, so. Name a challenge. nee, aber auf jeden Fall, Pepe ist auch dabei, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, allerdings gegen Deutschland, gegen Thomas Müller damals, bei der WM 2014 müsste es gewesen sein, ne? In der Gruppenphase, im ersten Spiel. Ja, das war eine wichtige rote Karte. Die musste er sich unbedingt abholen. Das war richtig dumm. Schöner Ausraster gewesen, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Bei Pepe findet ihr generell einiges, was dieses Thema angeht. Mittlerweile deutlich ruhiger geworden. Unglaublich stark immer noch bei Porto, gerade Meister geworden in Portugal. Aber der war auch schon ein echter Haudegen. Platz 2 und da meine Honorable Mention, Gesamt Atletico Madrid, immer. Alles, was mit Diego Simeone zu tun hat, immer. Ja. Grundsätzlich ein Team, was gut ist für Ausraster, war ja auch nach dem Spiel gegen Manchester City in den Katakomben dann, auf dem Rückweg in die Kabinen, war ja auch, die wollten sich ja auch alle prügeln dann, weil plötzlich mal so Fußball gespielt wurde, wie sie es Fußball nennen, in die meiste Zeit. Ja, Suarez Beißattacken, ne? Also ich glaube, mehr Ausrasten. Welche? Ja, das ist ja das, der Typ, da haben wir schon oft genug drüber geredet, wahrscheinlich die ekelhafteste Figur im Weltfußball. Und Platz 1 oder am häufigsten genannt auf jeden Fall Giovanni Trapattoni. Der absolute Klassiker. Ich glaube, was Klassischeres gibt es nichts mehr. Hoeneß ist auch sehr gut auf der, für eure scheiß Stimmung, da seid ihr hier verantwortlich und nicht wir. Ja, aber der hat ja jede zwei Wochen sowas gehabt. Der hat, genau, unser der hochrote Würstchen. Uns Uli. Aber Trapattoni war schon wirklich, das war wirklich legendär. Sturmspiel die Flasche leer, immer verletzt. Ja. Wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Alle nochmal angucken, die es nicht kennen, aber ich glaube, das kennt wirklich jeder ausnahmslos. Ja, und vor allem mit dem Akzent noch, ne? Das macht es ja auch noch aus. Ja, wirklich. Also es gibt auch niemanden, glaube ich, der so dafür gesorgt hat, dass dieser klassisch italienische Akzent in Deutschland so eingebrannt ist wie Giovanni Trapattoni. Mit den Gesten mit der Hand. Naja, natürlich. Das gehört auch zum Standardrepertoire eines jeden Italieners, ohne das Böse zu meinen, aber zumindest den Akzent. Wenn man mal, wir haben in, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Losteria in Hannover in der Fahrenwalder Straße? Nee, nur an der Theaterstraße. Okay, Fahrenwalder Straße ist das Restaurant, was quasi mein Arbeitgeber regelmäßig frequentiert, wenn irgendwelche Meetings sind, weil das relativ nah an unserer Zentrale ist. Unbezahlte Werbung. Da gibt es auch einen, quasi, weil ich den auch nicht nenne, aber da gab es einen, oder gibt es einen, achso, ja, pff. Ich glaube, die brauchen es nicht. Wir übrigens auch nicht. Aber und dein Arbeitgeber im Zweifel auch nicht. Aber da nicht gab mehr. Es auf jeden Fall, oder gibt es besser gesagt, einen Kellner, der Sizilien. Ich glaube, er kommt aus Sizilien, also Neapel, glaube ich sogar. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall aus Sizilien. Und ist von da weggegangen wegen Mafia. Das ist auch schon mal immer ein ganz gutes Indiz dafür. Mhm. Aber relativ spät auch weggegangen. Ist wirklich der klassische Italiener, der sieht auch wirklich italienisch aus. Und der spricht auch genau mit diesem Akzent. Das ist halt wirklich der Wahnsinn. Also der spricht genau wie Giovanni Trapattoni, der wird sich nicht verstellen. Also es scheint wirklich der standard italienische Akzent zu sein, wenn du Deutsch lernst. Das finde ich so beeindruckend geil. Aber das ist ja wie der deutsche Akzent im Englischen. Der ist halt so dermaßen unverkennbar. Niemand spricht Englisch wie die Germans. I don't know what you're talking about. I don't, naja, nicht mal, selbst das I don't. Don't würde ja schon gar keinen Sinn mehr machen, das wäre ja richtig. Ja, I don't Knopf, ich weiß es nicht. Aber ja, Giovanni Trapattoni auf Platz 1, damit sind wir damit durch. Gehen zur nächsten Rubrik, oder hast du noch, du hast auch noch eine Honorable Mention, ne? Ja, ich hatte erst Jürgen Klopp gegen Neapel 2013, als Subotić nicht rein durfte vor der Ecke. Ja. Da hat er den Linienrichter mal kurz unter die Erde ganz geguckt. Ganz kurz, muss man, ja, das ist richtig, aber wirklich Jürgen Klopp, ein absoluter Psychopath in vielerlei Hinsicht, der kann sich ja gar nicht zusammenreißen, auch gestern wieder nach dem Spiel Interview gegeben. Alter Schwede. Heung-min Son, super sympathisches Interview. Danach kam Jürgen Klopp und ich dachte mir schon, oh Mann, Alter, Liverpool hat nicht gewonnen. Das willst du dir doch gar nicht eigentlich schon wieder geben. Und er war schon wieder so, ich weiß nicht, wie man den mögen kann. Der ist so unglaublich unsympathisch. Es heißt dann immer, oh, Savage Jürgen Klopp, der ist so ein Original. Nee, überhaupt nicht. Erzählt er irgendwas davon, dass Tottenham eine Weltklasse-Mannschaft ist und dass es ja traurig ist, dass sie sich hinten reinstellen. Aber wenn es für sie funktioniert, dann ist es halt so. Sag mal, erstens ist das keine Weltklasse-Mannschaft, da fängt schon mal an. Und zweitens, was willst du denn in Anfield bitte anders machen? So, vor allem haben die ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt, die haben sich halt überall reingeworfen in die Zweikämpfe und Liverpool hat auch wirklich nicht gut gespielt. Er meinte, dass Liverpool sich nichts vorzuwerfen hätte, dass sie alles gut gemacht hätten und da war nichts, was man irgendwie hätte besser machen können. Die haben wirklich nicht gut gespielt. Ich war wirklich überrascht davon. Da werde ich auch später nochmal drauf kommen. Ich werde mir das nächste oder die nächsten Spiele von Liverpool auch angucken in Bezug auf das Champions League Finale, was Real jetzt nicht so sonderlich ernst zu nehmen scheint, zumindest was Spielübung angeht, wenn man sich die Startaufstellung anguckt.
Aber wirklich dieses Weltklasse-Aufstellung. Und ja, wenn dieser eine Pass von Thiago, der geht dann halt nicht auf Trents Brust, sondern springt dann halt 2 Meter dran vorbei, ausnahmsweise in 9 von 10 Fällen spielt er den blind und dann ist er hinter der Kette, dann fällt er das Tor. Ja, hätte Fahrradkette, Alter. Salah auch war unsichtbar das ganze Spiel, aber gar nichts gemacht. Und der hat so getan, als ob das beste Spiel von Liverpool überhaupt gewesen wäre die Saison. Ganz unsympathisch. Also, und das gegen Neapel war einer der Auslöser dafür, dass ich den so unsympathisch finde, auf jeden Fall. Ja, unsympathisch, wenn es um Fußball geht vielleicht, ne? Ja, genau. Er ist ein super sympathischer Typ außerhalb des Fußballplatzes, beziehungsweise außerhalb seiner Rolle, beziehungsweise außerhalb, sagen wir mal, außerhalb des Matchdays. So, er ist halt ein schlechter Verlierer, ne? Das sagt er auch selber. Ja, das ist ja auch gut. Du kannst ja auch durchaus ein schlechter Verlierer sein. Das ist ja auch, wäre ja scheiße. Also in meinen Augen, wenn du ein guter Verlierer bist, dann bist du halt einfach schlecht. So, das ist, dann so, hast du dich damit Statement. Abgefunden. Ich find's völlig in Ordnung, wenn du ein schlechter Verlierer bist, so. Weil niemand verliert gerne. Außer du hast halt irgendwie, ne? Aber das ist komisch in meinen Augen. Aber so schlecht zu sein, wie gesagt, am Matchday selber, Katastrophe. Pressekonferenzen davor, danach, also lange danach oder wie auch immer, alles gut. So, Werbung kann er machen, Talkshows kann er machen, alles gut, sympathisch. Matchday, Ende für mich, brauche ich nicht. Ja, es klang gerade am Anfang so, als ob du den Grund unsympathisch findest. Nein, finde ich nicht. Ja, aber du weißt ja, ich mache hier gerne die bösen Statements, damit das ein bisschen dramatischer good klingt, cup, damit sich irgendwelche Leute cup. Darüber aufregen. Quasi Good oder Cup, Bad Cup. Oder auch. Wie heißt der Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Keine Ahnung, wenn du das sagst, wird das stimmen. grundsätzlich ist es ja immer so, dass ich ganz gerne auch, also dass ich ja kein Problem damit habe, wenn jemand sagt, dass ich scheiße bin. Und gerade wenn derjenige nicht bis zum Ende meines Statements hört, dann mache ich mich eher darüber lustig. Von daher genau in diesem Fall auch wieder die gleiche Geschichte. Also, Euer Hass natürlich ist unser Stolz. Nee, ich bin nicht RB Leipzig. Aber das so dramatisch ist jetzt nicht. Aber ja, ich finde natürlich Jürgen Klopp nicht grundsätzlich unsympathisch, aber am Matchday, nee, lieber nicht. Wir kommen zur nächsten Kategorie und bevor wir das machen, ich muss unbedingt was trinken, sonst falle ich hier gleich vom Stuhl. Mhm. Quickfire. Das schnellste Feuer der Welt. genau, super. Quickfire, unsere geliebte Fragekategorie. Ich würde sagen, zur Feier des Tages, weil Bremen quasi aufgestiegen ist, fängst du heute fange ich mal an, ne? Ja. Ich habe 3 Fußballfragen und 2 Nicht-Fußballfragen. Welche möchtest du zuerst? Es ist mir völlig egal. Sehr gut. Dann fangen wir mit den Nicht-Fußballfragen an. Was ist dein Guilty Pleasure? Oh. Trash-TV. Nee, tatsächlich. Ja, perfektes Dinner vielleicht. Aber das würde ich nicht mal als Guilty Pleasure bezeichnen. Nee. Dann die Alles-Tester, die aber gerade nicht laufen auf Vox, immer dienstags. Super Format, weil Deadlift Davis da dabei ist. Mhm. Das ist fantastisch. Bekannt vielleicht aus, ich habe keine Ahnung, wo wurde ich da bekannt geworden. Ab durchs Beet. Das heißt, dass die Show alleine ab durchs Beet heißt, es schon so dermaßen peinlich. Oh Mann. Nee, und ansonsten, weiß ich nicht, habe ich große Guilty Pleasures? Sauce Hollandaise. Nee? Ja, das, wenn es danach geht, auf jeden Fall, nee, aber wahrscheinlich am ehesten so Trash-TV-mäßig ab durchs Bild. Ich bin nicht so ich stehe halt zu allem, was ich mache. Alles, was ich mache, mache ich auch gerne und ich finde es cool. Das heißt, es gibt nichts, also Guilty Pleasure ist ja immer so, also ich finde aber selbst das mit den Alles-Testern finde ich witzig, weil da halt Deadlift Davis dabei ist. Aber es gibt jetzt nicht so klassisch, wo ich sagen würde, boah, von daher müssen wir das schon nehmen, glaube ich. Welche Eigenschaft hast du von deinen Eltern geerbt? Oh. Kannst ja mal sagen, eine positive und eine negative. Boah, ich tue mich da extrem schwer mit, das selber zu. Also ich habe die Gestik auf jeden Fall von meinem Papa geerbt und die Mimik zum Teil, das merke ich. Das habe ich auf jeden Fall, was heißt geerbt, aber abgeguckt habe ich es mir. Ist das positiv oder negativ? Weil ich weiß wirklich nicht großartig, was ich von denen geerbt habe. Da ist, also meine Körpergröße, toll, herzlichen Glückwunsch. Aber das sind so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich bin bei sowas extrem schlecht. Ich kann dir nicht sagen, das habe ich von meiner Mama, das habe ich von meinem Papa. Das ist gut, das ist schlecht. Ich glaube, ich unterscheide mich ziemlich grundlegend von beiden, bin aber gleichzeitig auch relativ nah dran.
Ich glaube, ich habe tatsächlich mehr so den Humor habe ich von meinem Opa, das weiß ich, den ich nicht kennengelernt habe. Aber keine Ahnung. Was ist denn bei dir? Positiv würde ich sagen, das klingt jetzt sehr komisch, aber wir sind sehr nett. Nett im Sinne von... Oh, toll. Ja, ja, nee, ja, nett im Sinne von, du kannst mega unsympathisch zu mir sein, irgendwie auf der Straße oder sowas. Ich werde nicht unsympathisch zu dir sein. Also nicht... Du spuckst mich nur an, wenn ich nicht genug Geld habe, so, wenn ich nie in Kirchrohle lebe. So. Ich, okay. Oder wir feuern nicht zurück, sagen wir mal so. Okay. Mir ist übrigens gerade was eingefallen. Ich bin relativ gut im Umgang mit Geld, beziehungsweise ich bin sehr sparsam, ich bin sehr vorsichtig, was Geld angeht. Und ich glaube, das habe ich von meinem Papa. Der ist ja, das ist doch positiv. So, und das Negative. Der ist auch ein bisschen, ganz kurz, das kann ich an einem Beispiel belegen, der ist ein bisschen zu vorsichtig. Die haben jetzt einen Urlaub hier, also mein Vater verdient ganz gutes Geld, so meine Mama auch, das ist völlig in Ordnung. Und die haben jetzt einen Urlaub gebucht gehabt in Holland, der einen gewissen Geldbetrag gekostet hat. Und das war mal so ein richtig schöner Urlaub, ein richtig schönes, so ein Apartment, das sah richtig geil aus, alles mega toll. Und jetzt haben sich meine Eltern entschieden, die wollen den offenen Wintergarten, den sie haben, wollen sie zumachen, da wollen sie so Glasplatten hinmachen. Da haben die einfach ihren wunderschönen Urlaub storniert und haben sich den einfach für die Hälfte des Preises in einem hässlicheren Ort geholt. Was ist das denn? So, also sie hätten sich das auch locker so leisten können und das verstehe ich nicht. Und da bin ich sauer und also auch wenn es mich nicht betrifft, weil, ne, aber ich hätte es meinen Eltern gegönnt, in diesem schönen Apartment oder wie auch immer das ist, da Urlaub zu machen. Also schwierig, aber ja, ich glaube, der Umgang mit Geld und so die Vorsicht, was das Thema angeht, auch wenn ich mich über die Grenzen mehr hinwegsetze als meine Eltern, habe ich von denen. Okay. Negativ bei mir würde ich dann noch sagen, wir beschweren uns sehr schnell über Lautstärke, würde ich mal sagen. Das ist auch so. Wir als Familie beschweren uns schnell über Leute. Das ist auch so, das ist was ganz Komisches. Ich hätte bei dir eher jetzt negativ, dass du dich nicht streiten kannst, weil du keine Streitkultur vererbt hast. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch positiv. Ja, eben, das ist jetzt weder, es kann positiv sein, kann auch negativ sein. Also mit Jasper kann ich mich nie streiten. Das ist sehr ungünstig, weil ich streite mich ganz gerne ab und zu mal. Ich streite mich generell in meinem Leben nicht. So, dritte Frage, damit wir mal weiterkommen hier. Entweder jetzt, wo der geliebte Nachbar aus Peine-Ost aufgestiegen ist, zwei heftige Derby-Niederlagen, aber aufsteigen oder zwei Derby-Siege ohne aufsteigen? Ohne Aufstieg. Weiter. Ranke die DAZN-Co-Kommentatoren Ralf Gunesch, Jonas Hummels, Benny Laut und Sandro Wagner. Boah, das fällt mir schwer. Benny Laut 1, Gunesch 2, Hummels 3, Wagner 4. Aber ich finde die alle gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Laut ist halt immer bei Real dabei, das finde ich gut. Ah. Ja, und Jonas Hummels aber Barca, stimmt. Ich weiß nicht, Jonas Hummels mag ich so, vielleicht würde ich es Wagner sogar vor Hummels, aber das ist echt schwierig, weil ich habe da jetzt keinen großen Favoriten, ehrlich gesagt. Ich musste ja irgendwie ranken. Ja. Naja, weiter. Felgenralle wird dir danken, auf jeden Fall. Eben. Benote das Euroleague- und Champions-League-Finale von der Ansetzung her nach Schulnoten. 2+ in der Euroleague und 2 in der Champions League. Es wäre noch schöner gewesen, wenn kein englisches Team drin gewesen wäre. Es wäre für mich persönlich schöner gewesen, wenn es irgendein anderer Gegner für Real gewesen wäre, aber das Real drin ist natürlich toll. Aber geht schon kaum besser. Also eigentlich ist es ein 2+. Und auch Euroleague 2+, weil, also viel geiler kann es, eigentlich ist beides eine 1, wenn wir ganz ehrlich sind, weil geiler geht es ja eigentlich nicht. Es sollen 100.000 Fans von den Rangers mit nach Sevilla fliegen. Das ist doch Wahnsinn. Ich finde es auch, ich glaube, von der Attraktivität des Spiels her besser, dass Liverpool im Finale ist und nicht City. Weil das wäre zu dominant gewesen, sagen wir mal so. Nicht einseitig, aber dominant. Weißt du? Ja, Liverpool spielt auch schon sehr dominant. Ja, die spielen schon dominant, aber... Das darf man nicht unterschätzen. Anders, aber dominant. Das ist, die stressen halt, das habe ich gestern wieder gesehen, die stressen halt den Gegner 100%ig die ganze Zeit. Das ist übrigens... Ach Mann, ich wollte das noch nicht sagen, aber ich sehe da wirklich eine riesige Chance drauf für Real, weil die stehen so hoch. Wenn da wirklich mal ein schneller Gegenzug kommt. Ja, und Vinny auf der Seite. Ein richtiges Problem. Genau. Genau, also und Trent ist wirklich, ich bleibe dabei, und das sagen mir immer 1000 Leute, das ist nur ein Gerücht, dass der nicht verteidigen kann. Nein, der kann nicht verteidigen.
Trent Alexander-Arnold ist kein guter Verteidiger. Der ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der ist ein rechter Mittelfeldspieler, der ist kein guter Verteidiger. Da ist er nicht mehr in den Top 10 der Rechtsverteidiger der Welt. Ist er einfach nicht. Und das hat man gestern auch gesehen, wie lost der bei dem Gegentor war. War auf einer völlig, völlig falschen Seite unterwegs. Zieht das Foul nicht, lässt Kane einfach völlig frei rumlaufen. Das wird schon spannend. Aber kann auch sein, dass sie mich da völlig täuschen, dass sie einen völlig anderen Ansatz gegen Real wählen, weil die natürlich auch wissen, dass das Real Stärke ist. Nur, ja, bin ich mal echt gespannt. So, Quickfire ist durch. Ich bin dran, wa? Mhm. So, Berlin war, ich war. Let's go, wa? Ranke. Aufstiegsfeier, Klassenerhalt, Europa oder Finaleinzug? Natürlich jetzt auf die Platzstürme zuletzt bezogen. Ach so. Also nicht auf die Platzstürme bezogen, du sollst nicht die Platzstürme ranken, sondern du sollst diese die Emotionalität der Events, so. ich hab die nur in die Liste genommen, wegen der. Also 4 Europa, 3, ja, kommt ja auch Verein drauf an, also Champions League, Bayern, wenn Bayern in die Champions League kommt, ist ja toll, ne? Wenn es jetzt so ein Club wie Freiburg oder Union wäre, was ja noch möglich ist. Ich will hier eine Quickfire-Antwort haben. 4 Europa, 3 Champions League, 2... Was für Champions League? Es gab keine Champions League. Es gab Europa, Aufstiegsfeier, Klassenerhalt und Finaleinzug. 3 Finaleinzug, 2 Klassenerhalt, 1 Aufstieg. Okay, ich hätte nur Klassenerhalt und Finaleinzug getauscht, weil in meinen Augen ist Klassenerhalt immer noch mit dem Beigeschmack scheiße, haben wir eine schlechte Saison gespielt. Ja. Die besten Spieler, individuell, also ich nenne jeweils den besten Spieler aus, der Bundesliga. Individuell? Oh, ja, Lewandowski. Was ist das für eine Nachfrage? Ja, natürlich individuell. Nee, von der Haarfarbe. Okay, ja, dann La Liga. Benzema. Premier League. De Bruyne. Ligue 1. Mbappé. Serie A. Boah. Das ist die schwierigste. Boah, das ist wirklich brutal. Wer ist da der Beste? Das Ding ist, man ist halt geneigt, sofort offensiv zu denken, was aber auch in den meisten Fällen richtig ist. Boah, das ist jetzt wirklich schwer. Dann sage ich einfach mal Skriniar. Ja, ich habe auch an Skriniar und Koulibaly gedacht und Barella. Skriniar, Koulibaly und Barella waren in meiner engeren Auswahl. Ah, das ist ein guter Pick. Genau. Wochenende mit der Familie verbringen oder mit einem Kumpel fährst du einfach in irgendeine random Stadt, machst einen Städtetrip sozusagen und guckst dir da ein Auswärtsspiel an. Also Wochenende mit der Familie auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Städtetrip oder irgendwie sowas. Oder halt mit einem Kumpel und ein Auswärtsspiel angucken. Familie. Ah, natürlich. Sehr gut. Wie viele Stunden beschäftigst du dich privat? Ja, wir wissen beide, du arbeitest bei OneFootball, dementsprechend auch beruflich beschäftigst du dich viel damit, aber wie viele Stunden beschäftigst du dich privat pro Woche mit Fußball? Auf jeden Fall zu viel. Pro Woche? Zu viel gibt es übrigens meiner Meinung nach nicht. 23 Stunden. Boah, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Nee, aber 3 und das ist ein ganzer Tag. Sag mal, ja, aber kann sein. Dadurch, gerade durch den ja, Tipp, gerade wenn ich irgendwie so YouTube-Videos gucke oder sowas, das dauert auch immer. Ja, bei mir sieht das ähnlich irgendwo. Ja, dafür halt kein FIFA bei mir oder sehr wenig. Ja, das ist ja bei mir, das ist ja auch Fußball. Von daher. Okay, und dann haben wir wie immer das Konnotationsspiel. Der erste, der dir in den Kopf kommt, kann sowohl Verein als auch Spieler sein, aber in dem Fall, also normalerweise immer auf Spieler bezogen. Eckball-Variante. Liverpool oder Corner Taken Quickly. Ja, also Origi oder Trent. Ja. Siegertyp. Kimmich. Abseitsfalle. Na, sag, erst hat er in den Kopf kommt. Ja, Özil in Dortmund, als er da im Abseits stand, bei dem Freistoß. Deswegen hast du so gelacht? Ja.
Ne. Ich habe sofort an Harry Maguire gedacht. Die ist halt komplett schief gegangen, aber ja, ja, er hat es versucht. Schön. Maxi. Nicht so schön. Harry Maguire. Sehr gut. Das habe ich dir auch gelegt. Oh Mann, der kriegt echt viel Fett weg hier, ne? Oh Mann. Ja, das wird ihm wehtun beim Hören. Ja, ja, das, genau, wollte ich gerade sagen. Wenn man auf sein Bankkonto guckt, ne? Ähnlich wie bei Michael Antonio, der von dem Frankfurt-Fan dazugelabert wurde. Boah, der hat aber geil gespielt. Ich finde ihn stark. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn auch stark. Ja, ach, der hat auch, hast du das gesehen, wie der Frankfurt-Fan zu ihm gelaufen ist und gesagt hat, hier, wie sieht's aus? Reaktion. Oh Gott, ja, mein Bankaccount, mein Bankaccount. Ja, einfach, ich fand die Reaktion, er war so total entspannt, so, ja, mein Bankaccount ist egal, ja, mein Bankaccount. Ich find, ist mit die beste mit Antwort, Argument, die er geben konnte eigentlich. Ist ja an sich immer albern, mit diesem Argument zu kommen oder mit diesem Talk zu kommen, aber in dem Fall völlig gerechtfertigt. Ja, dann sind wir dann durch, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Rubrik für heute, oder? Nochmal zum Abschieden Schmankerl. Ja, zum vorletzten Mal. Kickbase Breakdown. Passenderweise wollten wir darüber sprechen, ob wir vielleicht nächste Saison in der zweiten Liga auch hier Kickbase haben. Jetzt ist es safe. Jetzt ist nur das Problem, dass Bremen aufsteigen wird. Von daher ist es dann relativ uninteressant. Ja, dann spiele ich es lieber. Nö. Ja, dann umso besser. Das siehst du. Dann umso besser. Also es wird auf jeden Fall, mal sehen, ob das mit deinen Homies auch sein wird, aber es wird auf jeden Fall ein Kickbase geben. Vielleicht werden wir das ja irgendwie sogar mit diesem Podcast verbinden, mit euch Zuhörern, Zuhörerinnen. Vielleicht verlosen wir Plätze. Mal gucken. Ja, kommen wir zu Elitärer Kreis. Wie war der elitäre Kreis? Wie war dein Wochenende? Durchwachsen. Hat schon mal gut angefangen, dass Frederik Rönnö sich beim Aufwärmen verletzt hat und deswegen Andi Lute gespielt hat. Vielen Dank dafür. Beim 4-1-Sieg. Und ja, die mir den Spieltag so ein bisschen gerettet haben, waren die Dortmunder. Julian Brandt, Doppelpack, Marco Reus, eine Vorlage. Insgesamt 400 Punkte Brandt? Zusammen. Ja. Ach, krass. Thomas Müller, 176 heute. Beim 2-2 hat ein Tor gemacht. Einmal die Latte getroffen aus 3 Metern, den muss er machen. Tabsoba, 136. Hübers, 91. Und dann kommt es langsam in die Region, wo es bisschen dunkler wird. Max Kruse 78, Ben Zebaini 50, Dani Olmo 38 immerhin. Kramaric. Ja, ich glaube, Flo Schmieso war es als Kommentator. Der hat gesagt, oder der hat es einfach nicht glauben können, was ist aus dem geworden? Der war mal so kaltschnäuzig und jetzt, was ja, der liegen gelassen hat. Prioritäten haben sich komplett verschoben. Hast du die Chance mittlerweile gesehen? Das war absoluter Wahnsinn. Nee, immer noch. Dass er den nicht gemacht hat. Ich weiß, dass er seine Prioritäten verschoben hat mittlerweile. Der ist mehr Vorbereiter als Stürmer mittlerweile. Ja, aber aus 5 Metern aufs leere Tor darf er ihn gerne reinschieben. Und den goldenen Abschluss hatte heute Kingsley Coman. 96. Minute, Nachspielzeit war abgelaufen. Auf einmal hält der Schiedsrichter das Spiel an und zeigt eine rote Karte. Ja, schöne Ohrfeige gegen Mavropanos ausgeteilt. Wichtig auch. Sehr wichtig. Danach irgendwie ein paar Sekunden noch gespielt, dann war Abpfiff. Super, minus 75 Punkte gemacht dadurch. Ja, und das war dann mein Kickback-Spiel. Da waren jetzt 1000 Punkte fast, genau. Ist ja, okay, aber hätten deutlich mehr sein können. Ja, mit ohne Coman wäre es besser gewesen, sagen wir es mal so. Ja. Bei mir war es bis zum letzten Spiel eigentlich ein Spieltag zum Vergessen, dachte ich. Ich habe halt leider Gottes Sané und Hernandez gehabt, die beide nicht gespielt haben. Sané verletzt und Hernandez saß 90 Minuten auf der Bank. Modest 18 Punkte, Köln 0-1 verloren. Er hat noch nachträglich eine Großchance vergeben, angeblich. Ich weiß nicht, wo er eine Großchance vergeben haben soll, aber hat er angeblich. Soboschlei nur von der Bank gekommen. Auch das natürlich sehr ärgerlich, aber immerhin 47 Punkte. Und dann geht es langsam positiv. Höfler 81, trotz 1-4. Das ist völlig in Ordnung. Guerrero 82, hätte ich mir mehr erhofft, aber wurde auch relativ früh ausgewechselt. Schlotterbeck 91, trotz 1-4 Niederlage. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt Schlotti. Ne? Den gibt es nur einmal. Dann Radetzky 104, was völlig okay ist bei einem 2-4 gegen Hoffenheim. Dann Avonie ohne Tor, ohne Torbeteiligung, 138 Punkte beim 4-1. Bei mir hat steht halt sehr viele offensive Aktionen gehabt. Ah, stimmt, hat er auch. Stimmt, das Ding von Becker hat er vorbereitet, das 3-1, nevermind. Hat er sogar zwei Vorlagen? Nee, eine Vorlage hat er gemacht. War aber gut. Dann Arnold, 152 Punkte, zu 0 gespielt gegen Gölle. Auch, also Arnold, wirklich guter Spieler. War bei dir nicht so gut, erinnere ich mich, aber bei mir ist er gut. Ja, und dann kam halt wieder der Mann, ne?
Dann kam er wieder. Oh, ich liebe ihn so. Christopher Nkunku, Doppelpack, brutales Spiel. 352 Punkte, Choc Grüsel und dementsprechend 1065 Punkte und 100 Punkte vor Ben. Wichtig, weil damit stehe ich jetzt insgesamt 134 Punkte vor ihm. Das wird so eng am letzten Spieltag. Nur da kann ich wenigstens die Aufstellung einsehen und weiß dann, ob ich Hernandez, Sané oder vielleicht doch Upamecano oder Simakan oder dann doch Szoboszlai oder wen auch immer aufstellen soll. Also, ich habe das Gefühl, Bayern beendet die Saison immer in Wolfsburg. Ja, das stimmt nicht, aber letztes Jahr war es auch so. Ja, das dazu. Also, ich bin dann durch den Nkunku doch noch zufrieden. 300, der Typ, ne, das ist halt wirklich. Ja, und Ben, hast Glück gehabt, dass auch die beiden Leipziger von Ben nicht gespielt haben, ne? Ja, Guardiola und Angelinho beide gar nicht. Das ist natürlich extremes Glück, aber genauso ist natürlich für ihn Glück eigentlich, dass meine beiden Bayern nicht spielen. Was man halt auch von dem Spieltag nicht hätte wissen können. Ja, also hast du das Spiel, ich habe das Spiel nur nebenbei laufen gehabt, aber was mir aufgefallen ist, davon mal ganz kurz, also mal unabhängig von Nkunku, Nordi Mukiele, ne? Alter, ist der gut am Ball. Der hat eine brutale Technik. Ich dachte, das wäre so ein Holzfuß. Aber was der heute gemacht hat, der hat auch 300 Punkte gemacht übrigens. Er hat zwei Vorlagen und Elfmeter rausgeholt. Ja, richtig. Was der heute gespielt hat wirklich, ne? Hilfe. Der war so gut. Der hat so ein Tempo auf den Platz gelegt. Der war technisch, der hat dauernd die Hacke benutzt und auch wirklich erfolgreich. Es gab eine Szene, da hat er, glaube ich, Szoboszlai gesucht, relativ spät. Wie er den Ball da kontrolliert, wie er den Ball da irgendwie am Gegner, also, und wie er dann butterweich versucht zu flanken, das sind alles so, da dachte ich mir, aber dass du überhaupt butterweich flanken kannst, Junge. Also wirklich geiler Spieler, oder heute zumindest, sehr, sehr Chapeau, geil. Chapeau, wie man in seiner Sprache sagen würde. Genau, das würde man wohl. Und wenn der die Qualitäten jetzt in der nächsten Saison vor allem auch vermehrt auf den Platz bringt, beziehungsweise viel auf den Platz bringt, geiler Kicker mit viel Potenzial, er ist ja auch noch relativ jung, Mukiele, ne? 24 oder sowas? Ja. Cooler Typ, fand ich beeindruckend. Ich bin gespannt nächste Woche. Ich muss jetzt auf jeden Fall Kevin Trapp verkaufen und mir noch irgendein Backup holen für den letzten Spieltag, falls irgendwer ausfallen sollte. Man muss nochmal alles geben quasi. Ich bin sehr gespannt für dich. Deine Reise ist im absoluten Niemandsland beendet. Da kann sozusagen nicht mehr viel passieren. Du stehst mit insgesamt 32.184. Genau, stehst du auf Platz 4. Dahinter kommt Hendrik mit 27.438. Über Rami reden wir nicht, das wäre respektlos. Und vor dir sind es halt auch noch 3.400 Punkte, die du auf Ben Rückstand hast. Und dann kommt ganz knapp davor mit 140 Punkten Vorsprung ich oder 130. Und dann davor mit mittlerweile auch schon wieder 2.300 Punkten, weil Leo halt einfach das beste Team hat mit Abstand. Kommt Leo, der auch verdient sich den Sieg hier holen wird. Aber ja, ob er das schon zugeben möchte, weiß ich nicht. Darüber wollen wir besser nicht reden. Worüber wir reden möchten, ist das Tippen des letzten Spieltags. Ein letztes Mal quasi dieses Tippspiel. Mal sehen, was wir in den nächsten Wochen, Monaten da machen werden. Ob es vielleicht sogar eine Sommerpause bei Klassenunterschied dieses Mal gibt. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Alle Spiele 15:30, die schönste Konferenz des Jahres. Lege los. Bielefeld gegen Leipzig. Der designierte Absteiger. 0-2. Sang und klanglos. Ja, glaube ich leider. Ähnlich 1-3. Augsburg gegen die Spfkk. 1-1. Uno a uno. Uno a cero. 1-0. Dann haben wir Mainz 05 gegen die SGE. 2-1. Glaube ich auch. Mainz läppert sich hier oder macht sich nochmal die letzten Spieltage schön und beendet dementsprechend die Saison, was jetzt schon feststeht, auf einem einstelligen Tabellenplatz und gegebenenfalls sogar noch auf Platz 8, der nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert, aber zumindest mal gut aussehen würde, je nachdem, wie Hoffenheim am letzten Spieltag spielt, und dazu kommen wir gleich. Stuttgart gegen Köln, das erste Derama-Spiel. Ich habe ja unentschieen gesagt, deswegen sage ich 1-1. Ja, ich habe gesagt, VfB macht das, 2-1. Gladbach gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim ist irgendwie im freien Fall, deswegen sage ich 3-2.
Leider sind sie das. Ich gönne das dem Sebastian Hoeneß nicht, aber die sind in der Rückrunde seit dem Hertha-Spiel absolut katastrophal und gerade weil sie damit Hertha quasi am Leben gehalten haben. Möchte ich nicht sagen, gönne ich es ihnen, aber auf jeden Fall ist es auch nicht so, dass ich sie nicht gönnen würde. Ich bin bei einem 2-1 für Gladbach. Union gegen Bochum. Union will Europa dingfest machen und gewinnt zu die Hause. Europa League, Europa haben sie schon. 1-0. 3-1, standesgemäß. Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg. 2-2. Ja, da gehe ich mit 1-1, also unentschieden gehe ich mit. Freiburg könnte theoretisch sogar noch auf Platz 6, 7, auf Platz 7 zurückrutschen. Allerdings müsste Köln dafür minus 9 Tordifferenz aufholen und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da müssten sie schon eine ordentliche Packung von Leverkusen bekommen. Andererseits haben sie 4-1 gegen Union verloren. Köln müsste auch hoch gegen Stuttgart gewinnen, das glaube ich nicht. Wolfsburg gegen die Bayern. 1-4. Ich darf Maxi Arnold eigentlich schon wieder gar nicht aufstellen. 1-1. Oh. Und BVB, wobei eigentlich musste Bayern nochmal einen richtigen Statement-Sieg einfahren. Egal, ich habe 1-1 gesagt. Die werden, Bayern wird gewinnen, aber ich sage trotzdem 1-1. BVB gegen Hertha. 8,75er Quote auf Hertha übrigens. Bei Stuttgart hat sogar eine, Stuttgart hat sogar eine bessere Quote als Köln auf den Sieg. Ich sage 2-1. Ja, 4-1. Viererpack Guerrero. das sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich 4-0 sagen, zu 0 Bonus. Nee, ich habe hab so getippt, wie ich glaube, dass das Ergebnis sein wird. Außer bei Bayern. Weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber ja, von mir aus. Hast du ja gerade gesagt. Ja, da soll's quasi. Das soll es gewesen sein mit dieser Episode Klassenunterschied. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne auf YouTube einen Daumen nach oben da. Lasst uns gerne auf Spotify eine positive Bewertung da, in dem Sinne, dass ihr 5 Sterne gebt, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Das macht am meisten Spaß. Würde Trimax jetzt zumindest alles sagen. Alles andere wird gelöscht. Auch ansonsten, das können wir leider nicht beeinflussen, aber es wäre dementsprechend schön, wenn ihr eine positive Bewertung oder eine gute Bewertung da lasst. Am besten 5 Sterne. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei Jasper, dass du dabei warst. Eine Stunde 16, 17, 18 haben wir wieder schön gequatscht. Und ja, viel Erfolg da in Bremen. Wir hören uns auf der anderen Seite. On the dark side. Sind jetzt schon meine Schlussworte? Ja, es sind deine Schlussworte, also brutal eingeleitet. Sehr gut. Ich habe die besseren Tage beschworen und hier sind sie. Und hoffentlich bleiben sie. Bis nächste Woche. Tschüss.